So Leute, ich bin wieder am Start. Die Latenz ist jetzt auf niedrig. Ich hoffe ja. Dass das jetzt ein bisschen geiler ist. So, ich warte kurz. Schauen wir das mal an. Es ist natürlich in meinem Discord gleich zu sehen. Ein neuer Witcher Party. Bord. Das ist Juli. Ich glaube schon wieder eine Macke. Schon wieder zu spät, Leute. Es ist einfach zu spät für mich. Da quatsche ich immer so einen Scheiß. Quatsche ich immer Bullshit. Aber scheißegal. So, wir machen weiter. Okay. Nein, falsches Schwert. Ich brauche das hier. Nehme ich ein Feuerzauber und wir sind gewappnet. Also jetzt kommen aus den Portalen immer Gegner. Und ich muss natürlich die Gegner besiegen. Aber muss sie aber natürlich auch im Kreis bleiben. Währenddessen sie die Portale dann schließt. 3 Stück sind hier in der Zahl, die wir wegkloppen müssen. Ich hoffe, ich kann sie nicht verletzen. Wir müssen sie schließen. Ja, ist halt gut. Habe ich noch so ein Waffenreparatur-Set? Ja, habe ich tatsächlich. Hä? Kann es sein, dass es gar nichts gebracht hat? 50. Alter, Silberschwerter nutzen sich immer so schnell ab. Ja, aber klar, ne? Die benutzt man öfters. So. Als soll ich? Dingens. Ich mach's, aber gib mir Deckung. Als Stahl. Los, komm. Lass ihn in Ruhe! Was macht er da hinten? Kommt er noch? Hat er mir einen mitgegeben? Gefrierbrand. Weißt du, anstatt sie einfach von hier schon das Portal macht, nein, sie stellt sich extra gegenüber. Wird aber gut funktionieren. Bis jetzt funktioniert der Stream im Übrigen auch gut. Na, 2. 3. Problem hier, ne? Kein Problem. Nur noch einen. Oh yeah. Nur noch einen. Den kriegen wir auch noch. Ah, ist eine coole Quest auf jeden Fall. Die macht mega Laune. Die ist echt cool. So Leute, wie ist die Latenz? Erzählt mir. Hat es was gebracht, was ich gerade gemacht habe? Ich hoffe doch. Sollten jetzt, glaube ich, 10 Sekunden... Sind es 10 Sekunden? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin noch da. Mit dir kommen schon die nächsten. Sind sie weg?
Ja, Mann, perfekt. Guck mal. Alles weg, Mann. Nice. Okay. Was ist los? Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. So. Achso, werd mir nicht ohnmächtig, ja. Werd mir nicht ohnmächtig. Boah, hab vorher auf Chat geguckt, ja. Ausgeschlossen. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausholen. Aha, gleich mal ein Flirten. Ich weiß, wir müssen Flirten. Weiter. Flirten. Okay. Mensch, Mensch. Der Geralt, ne? Hm. Sie haben die Passage blockiert. Vielleicht kann ich... Ich mach das schon. Ja, ist ne, ein schön taffe, ne? Aber erstmal, wie gesagt, ne, ihr kennt mich. Wer mich kennt, der weiß schon, Loot ist das Wichtigste. Die Reise lohnt sich nicht, wenn ich keinen Loot bekomme. Komm, ne? Vielleicht holen wir sie noch ein. Ja, komm, komm, komm. Entspann dich mal, Fräulein da vorne. Ich muss noch looten. Guck mal, hier sind auch noch Kisten. Oder eine Kiste. Ne, doch nicht. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir noch gegen den Magier kämpfen müssen oder ob das wegfällt, der Kampf. Ob wir den erst später irgendwie hatten oder so. Ich weiß es nicht. Das werden wir sehen. Kann ich... Ist das so eine kleine Höhle? Ey, das ist hier so dunkel. Ich sehe das gar nicht. Nee. Hätte ja sein können, dass hier irgendwie noch ein kleiner Tunnel ist. Na gut. Ich geh mal weiter. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Stopp. Ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Gib's endlich zu. Ja, niemals. Ach, guck mal, die Druckwelle kann ich richtig oft einsammeln. Das ist gut. Hallo. Jetzt. Ich höre was Großes. Scheiße. Oh, du Scheißvieh. Wart mal, du Kaki. So, ich hab ihn hier in die Falle reinkommen. Ich weiß gar nicht, ob das bei den Viechern was bringt, aber... Ich glaube, das bringt bei denen gar nichts. Oh, Mistvieh, ey. Ich hasse diese Neblinge. Nennt man die so? Neblinge? Ich weiß es nicht. Leute, im Übrigen, ne, wenn ihr jetzt irgendwas im Chat schreibt, ich krieg keine Nachricht mehr. Also, ich weiß nicht, ob ihr schreibt oder nicht, aber wahrscheinlich schreibt ihr nicht, aber ich meine nur, wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr schreibt, aber ich krieg nichts. Ob YouTube wieder eine Macke hat, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Deswegen, jetzt kann ja mal jemand probeweise schreiben, um dass ich auch mal die Latenz, ja, ist ja gut. Und dass ich mal die Latenz auch mal prüfen kann. Das wäre mir schon wichtig, weil deswegen habe ich ja gerade den Stream auch abgebrochen. So. Er erwartet uns. Also gibt es auch nochmal einen Fight. Na ja, gut, komm. Los. Da ist er. Ja, sieht interessant aus. Ist aber nicht der Magier, ne? Du bist stur, Deuner. Geralt, soll ich dir helfen? Bleib zurück.
Hör auf, mich rumzukommandieren. Ja, warum fragst du denn überhaupt, ne? Eine eklige Attacke. Sieh nur, er öffnet eine Passage. Bleib ruhig, konzentrier dich. Ja, der heilt sich eben. Wir müssen hier schnell diese Viecher besiegen. Toll, wieder vollgeladen, ne? Nein! Noch eine Spalte. Okay, was nehmen wir? Feuer. Ja, sehen wir uns um. Aber erstmal sehen wir uns die Waffen an. Die Waffe muss richtig gut sein, ey. Was ist das denn? 32-40. Willst du eigentlich mich komplett verarschen? Gut, die. Das Gute in dieser Waffe liegt halt bei dem kritischen Trefferbonus, ne? Aber guck dir mal den Schaden an. Voll schwach. Chance auf Einfrieren. Kritische Trefferchance. Der Trefferbonus. Nee, komm. Das ist alles wieder Schwachsinn, was wir hier bekommen haben. Das macht keinen Sinn. Die Rüstung ist auf jeden Fall wieder besser. Zerschmettern, Resistenz, Aufschlitzen, Resistenz ist schwächer. Aber die Rüstung steigt, also nehmen wir die. Gut. Leute, wir haben es geschafft, ey. Ich weiß noch, wie ich in der PC-Version richtig abgekotzt habe, weil mir hat die Heilung einfach gefehlt. Es war einfach zu extrem. Es waren so viele Gegner. Es war krass. Ja doch, es war wirklich schwer. Muss schon sagen. Ist ein Nebling oder ist hier kein Nebling? Wir werden es herausfinden. Hier waren auf jeden Fall damals zu viele Gegner für mich. Aber... guck mal hier, das ist doch Verarschungszauber. Das flimmert so. Und ein neues Silberschwert. Dann zeig dich mal, mein Schätzchen. Hexer Silberschwert, na toll. 81,99? Ah, okay. Okay. Gut, können wir zerlegen, ne? Das Schwert. Gehen wir Silber raus. Sehen wir uns die Nachricht an. Hallo.
Ziel erhält. Ich war noch nicht so weit. Dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch, den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben Sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten Sie mehr Zeit gehabt, hätten Sie hier wohl alles dem Erdboden gleichgemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Du kennst diese Hexen. Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, die sind so in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herrinnen des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Hm. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber in den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Zivila wiederfindest. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Let's go. Guter Einfall. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Hm, ein mysteriöser Magier-Kräuterkundler. Wie er das gesagt hat. Welche Ironie. Oh Gott, ist das hier. Was ist das? Der Baum, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Diese Notizen muss er selbst verbrannt haben. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Also wusste er, dass sie nach ihm suchen. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Jetzt geht's los. Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Ja, so eine Illusion haben wir da hinten auch. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Medaillon. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden.
Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Nette Geste, vielen Dank. Danke. So, bevor wir da jetzt aber hingehen, werde ich die Illusion hier hinten weghauen. Weil da war so ein Geheimgang. Also ich bin gespannt, was da ist. Ne, jetzt können wir ja coole Schätze sein. So. Oh, es ist nur ein Geheimgang. Oder Abkürzung, meine ich, nicht Geheimgang. So, also wir haben ja eine Schatzkiste. Cool, eine Hose. Assassin. Hallo, dreh ich da mal um, Geralt. Ich drücke in die andere Richtung und der. Okay. Also, wir sind hier aber noch nicht fertig. Okay, wir sind hier scheinbar fertig. Interessant. Scheiße. Ihr Scheißviecher. Da noch einer? Nee. Okay. Sieht immer aus wie zwei oder wie mehrere, aber es ist immer nur einer. Aber wir haben krasse Waffe. Schau mal. Ja gut, hat drei Sockel, ne? Wir können es um drei Sachen verstärken. Es ist um 10 schwächer, aber ey mein Gott, 10. Und dafür ist Quen und Irden krasser. Art ist 10%. Also auch vergiften. Ja gut, da fällt der vergiften Dings weg, ne? Hier haben wir eine Assassinenhose. Oha. Zack. Mehr Leben sind immer gut. Assassinenhandschuh haben wir auch gefunden. Mal gucken, dass wir noch die Rüstung bekommen, also die anderen Dinger. Oberteil zum Beispiel und so. Wäre schon förderlich. Aber gut. Aber an sich sind wir jetzt hier fertig. Wir beenden die Quest. Und dann ist gut. So. Schöne Sachen gefunden. Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Vella Glan! Hier finden wir bestimmt etwas. Na gut, suchen wir nochmal die Lampe. Ach, ein Rätsel. Hier. Eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen?
Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Bitte. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der Erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der Zweite, neben dem Ersten, spielte eine triste Klage. Der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten, doch wie der Zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel. Der Dritte ist das mit dem Tier. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Na gut, mal sehen, ob wir das hin. Hallo. Also, hier ist der Typ mit dem Tier, das ist der Dritte. Ja, hier ist auch einer mit dem Tier. Das ist jetzt für ein Schwachsinn. Hier ist der Erste. Da ist der Zweite. Versuchen wir es. Ich muss nur die Reihenfolge rausfinden. Vier Statuen. Alle sehen gleich aus. Okay, also ich war gar nicht so verkehrt. Das haben wir wohl falsch gemacht. Villa Glas. Warte. Gerade ist was passiert. Bewegung. Hinter der Wand da. Verdammt. Das wirst du bereuen. Und was haben wir wohl falsch gemacht? Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der Erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der Zweite, neben dem Ersten, spielte eine triste Klage. Der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten. Doch wie der Zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin. Ach, der da, natürlich, der spielt. Also das ist der Erste. Brennt wie Zunder. So, das ist der Zweite. Das ist der Dritte. Ja, und das ist dann der Vierte. Der ist da eigentlich easy, Mensch. Was ist hier für ein Schwachsinn? Yay! Yeah. Ja, looten wir mal. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Leider keine Inschrift. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber... Die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kreganan von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Warum er Ciri hilft. Möglich. Halt, ich muss mal was gucken. Geht gleich weiter. Siehst du, ich habe die Nachrichten gar nicht bekommen. Sehe ich gerade.
Von dem lieben Tobi. Und jetzt sehe ich sie gerade. Verstehe ich nicht, ich lade hier mal nochmal neu. Vielleicht sehe ich sie ja dann. Ah, jetzt sehe ich sie, ja toll. Der Wahnsinn. Okay. Sekunden Verzögerung habe ich. Sogar. Alter, Alter. Das ist jetzt nicht so gut. Aber ist, glaube ich, immer noch schneller als vorher. Oh Mann, Leute, ey. Er ist halt diese scheiß Internetverbindung, ne? Was willst du machen? Was willst du machen? Ich brauche einen neuen, neuen Vertrag, definitiv, ey. So, sie hat ja auf jeden Fall ihre Lampe bekommen. Magie, ein Ort der Macht. Yeah. Einfach großartig. Ja. Oh, voll im Ausrastmode. Beast Mode, ey. Jetzt hat den finalen Schlag gemacht. Dennoch waren wir ein gutes Team. Ein paar Runensteine. Eine neue Rüstung. Ja, können wir eigentlich nehmen. Oh, oh, oh. Die sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, die Rüstung, die wir jetzt haben, ist zwar um ein schlechter, aber ey, komm. Was soll's, ne? Was soll's? Hier können wir rennen. Hier ist trotzdem noch was. Vielleicht irgendwas für das Amulett? Na, mal gucken. Hauptsache die Fackel brennt. Also quasi so eine kleine Schatzkammer hier. Das ist doch schön. Sehr entspannt, dann haben wir den Raum hier auch. Ein Ort der Macht. Ja, ich sollte Kraft daraus ziehen. Kann ich etwa nochmal? Fertigkeitenpunkt erhalten? Ach nee, das ist nur Irren. Ach so, okay. Gut, das ist so ein Buff. Gut, gut. Ich habe ihn gecheckt. Geil, dann sind wir jetzt hier fertig. Bis auf dieses Fragezeichen haben wir jetzt nicht gefunden, aber. Gehen komm. Wir.
das Auge von Nehalin. Ich sollte es benutzen. Und wir sind draußen. Leute, wir haben es geschafft. Sie hat ihre Lampe, wir haben einen neuen Gegenstand, mit dem wir interagieren können. Wir haben eine neue Spur, für die uns zu Ciri führt, beziehungsweise Information. Oh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Ja. Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Haben eine coole Rüstung bekommen. Bist du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kera. Die Magierin. Okay. Können wir hier... Nee, wir waren gerade zu langsam. Die magische Lampe. Abgeschlossen. Erfahrungspunkte. Einladung. Achso, das ist eine Quest. Zeig mal her. Quest, die Quest. Einladung von Kira Metz oder so. Ciris Zimmer. Ach, das ist die von dem, wie heißt er? Von dem Baron. Die Quest, die werden wir als nächstes machen. Hauptaufgaben. Das sind die im Buckelsumpf, die Hexerin. Genau. Familieangehörige. Nee, das ist der Baron. Hä, aber bei Nebenquests ja auch, ne? Ciris Zimmer, die ist ja auch da im Baron gewesen. Na gut, Leute. Ich würde sagen, dennoch, trotzdem, das hier werden wir alles im nächsten Part herausfinden, na, was wir da machen müssen. Wie gesagt, ich bin hundemüde. Der kleine Welpe. Jetzt zerrt er meine Kräfte. Das kleine süße Ding. Und ja, wir werden uns demnächst mal wiedersehen, wenn ich spontan einen Streamer haue. Es ist halt ziemlich schwierig jetzt in letzter Zeit wirklich zu sagen, wann ich streame. Eben, weil der Kleine uns echt so ein bisschen zeitlich, was heißt ein bisschen, der beansprucht uns halt sehr. Und demnach ja, wollte ich euch mal so ein bisschen erzählen, ne? Ein bisschen aufklären, wie es denn jetzt so ist. Im Laufe der Zeit und was so passiert und ja, also ich denke vielleicht am Wochenende so, ja, dann aber spontan Samstag habe ich komplett den ganzen Tag keine Zeit. Morgen muss ich mal gucken, was morgen so geplant ist und wie der Hund eben auch ist, ne, weil ich möchte ja nicht die ganze Arbeit auch an meiner Frau liegen lassen, von daher sie macht schon den ganzen Tag. Wenn ich dann von Arbeit komme, dann will ich da auch nochmal ein bisschen mit dem Hund, für den Hund da sein und natürlich auch für meine Frau. Und demnach weiß ich nicht, wie das dann mit dem Scream klappt, ob ich dann den Scream auch wieder so spät anhaue, wie ich es jetzt gemacht habe. Mal gucken. Und vielleicht wird Sonntag was. Ja, je nachdem, was Sonntag dann wieder geplant ist, weil vielleicht ziehen wir mit dem Hund auch raus, sowieso. Ja, vielleicht sind wir den ganzen Tag da, dann bin ich selber platt. Also ich weiß nicht genau, wann ich streame. Ja. Gut. Und Informationen zum Lubi-Video. Lubi-Video kommt auf jeden Fall. Ja, es geht immer weiter. Ja, wird nicht beendet. Selbst wenn ich mit dem Gamen aufhöre, hier, also Game, so privat spielen, tue ich immer. Aber ich meine hier, online so, wenn ich mit den Spielen aufhöre, selbst dann geht Lubi noch weiter und Aquarium. Ja, weil mir halt Bock. So. Ja gut, Zock macht mir auch Bock. Wir werden sehen. Also, aufhören erstmal nicht. So. Was gibt's noch? Ja genau, zu Nubi. Ich muss Material sammeln und ich denke, dass... Alter. Sorry. Das Anfang November. Vielleicht so zum Wochenende hin, die erste Novemberwoche. Was geht mit Nubi, ne? Dass ich da mal ein Video drehe. Ich muss gucken, was ich jetzt gerade noch mal Material habe.
Wie viel eben auch, weil Nubi macht jetzt eben Winterpause. Das heißt, da ist nicht viel mehr mit Nubi-Film. Der hat sich jetzt verkrochen, der ist in der Höhle. Und demnach muss ich mal schauen, wie da so die Videos sind. Was ich da zusammenkriege. Ansonsten, ich bedanke mich recht herzlich bei euch, bei jedem Einzelnen fürs Zusehen. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr mich unterstützen wollt, nur so ein bisschen, so ein klitzekleines bisschen, drückt einfach aufs Däumchen, damit ich zum Teil weiß, dass ich oder dass ihr hier Bock habt auf diese Sache. Und dann mache ich weiter, natürlich voll motiviert. Und ansonsten sehen wir uns, hören wir uns, also ihr seht mich und hört mich. Und ansonsten, wer Bock hat, ein bisschen näher so was in Erfahrung zu bringen über mich und generell wegen Zocken und alles mögliche und bla bla bla, kommt einfach in mein Discord und in der Videobeleidigung. In der Videobeschreibung, ich kann auch nicht mehr reden. Ne, da seht ihr dann so den Link zu meinem Discord-Server. So, ich hab's endlich geschafft. Ich muss nicht mehr viel reden. Ich bin raus, ich bedanke mich und adios.